So, okay. Zack. Lexan darf die Mission auswählen. Warte, ich kaufe noch schnell ein Feuertüt und dann. Okay. Ich habe nichts mehr hier zum Ich habe auch alles zugemacht. Hinzufügen. Hä, wo ist denn. Ich, ach da, 10 Euro. 10 Dollar, genau. Das kaufen wir jetzt. So. Wollen wir von irgendetwas noch ein zweites haben, um eventuell Hörzeug haben schneller wir die zwei. Location? Haben wir jetzt zwei? Okay. Okay. Na gut. Ich hatte auch eins gekauft. Naja, war nur ein Zehner, ist egal, komm. Was kostet die Welt? Ich nehme eine kleine Cola. Dann können wir auch Big ein Mac und eine zweites Cola Light. Räucherstäbchen benutzen, oder? Ja. Jap. Soll ich kaufen? Räucherstäbchen hatten wir doch schon. Wegen Ja, zwei Feuerzeuge Räucherstäbchen, meine ich. einmal. Achso, dann Und dann hol kaufen. noch Feuer. Kann man auch noch, ja. Dann räuchern wir die Okay, ganze kaufe Bude ich. aus, ja. Beim nächsten brauchen wir jetzt wahrscheinlich irgendwas anderes. Garantiert. Kann Lexan ja mal schauen. Sie ist ja die Auswählerin. Die auserwählte Wählerin. Ja, genau. Ah, es gibt nur drei. Einmal Edgefield Street House, Bleasdale Farmhouse, da waren wir gerade, Crafton Farmhouse. Ich nehme mal das andere Farmhouse. Da brauchen wir ein Thermometer. Haben wir noch ein zweites vielleicht kaufen? Kann ich machen. Kleine Mission. Oder warte mal, wir können auch sparen auf die Zu große spät. Taschenlampe. Okay. Hier bin ich gespart. Weil die große Wo? Taschenlampe können wir ab Level 3 nehmen, kaufen und die ist dann um einiges heller. Okay. Die heißt dann starke Taschenlampe kostet 50. Ich habe 90 Dollar. Ich habe 97. Starke Taschenlampe. Wir dürfen nicht sterben, ne? Okay. Ich kann die nicht kaufen. Ich bin doch nicht Level 3. Ja, dann, wir sind alle Level 2. Steht ja hier vorne in der Lobby. Naja, alles klar. So, Bright und let's go oder wo soll ich? Ja, mach. Jo, jo, jo. Okay. Oh Gott, oh Gott. Heftig das Spiel. Ah, okay. Jetzt guck. Okay. So. Was wollen Sie von uns? Thermometer, Kruzifix. EMF-Reader. Der antwortet nur, wenn man allein ist. Okay, Und der alles heißt klar. Robert Anderson. Der Geist. Jo. Jo. Aber das ist doch eigentlich schon ein erster Hinweis. Könnte man doch schon ins Buch eintragen, oder? Der Geist Was? ist Robert Anderson. Ach so, Nee, ja, richtig. Kann man schon auswählen. Wer soll das denn alleine machen, bitte? Oder sind wir im anderen Raum und einer macht das da oder wie? Oder ich habe keine Ahnung. Das ist alles. Ja, so ungefähr, genau. So Ähm, ungefähr. ich nehme schon mal das Kruzifix. Okay. Taschenlampe. No. Ich habe Taschenlampe. wieder meine Standardausrüstung. Sollen wir schon mal Räucherstäbchen? Brauchen wir Räucherstäbchen? Nee. Ja, was soll ich denn jetzt mitnehmen? Also Mit Thermometer, dem Weihrauch? EMF-Reader. Oder das Nee, machen wir nee, später, wenn wir wissen. Erst die Thermometer, Beweise, ja ja. genau, Genau. Thermometer, ja. Thermometer, EMF-Reader. Also ich Jo, habe und das. Thermometer, Kammer und Kamera, also Fotoapparat meine ich. So. Genau. Und das Kruzifix könntest du theoretisch auch da Hab lassen ich. und kannst das andere Thermometer nehmen. Okay. Das ist so wie das Weihrauch quasi, das können wir später dann machen. So. Mal wissen, wo er ist. Ja. Okay. Erstmal rausfinden, wo er ist. Ist ganz schön kalt hier bei uns im Wer hat den Truck. EMF-Reader?
Hab ich auch. Okay, alles klar. Du musst dann alleine, weißt du, gell? Was? Okay, dann los geht's. Wer muss was alleine? Was? Ach nee, EMF, nee, das wäre das wär die Geisterbox. Alles gut. Kriegst du wieder panische Anfälle. Wieder. So, Tschüss, Malte. Malte ist los. Ja, ich hab's gelesen. Tschüss. Hat er den Schlüssel? Ist auf die Tür. So. Jo, hatte ich. Okay, hier ist der gleiche Raum wieder. Langweilig. Ja. Yeah. Das Telefon sieht auch schon wieder genauso aus. Ist das ein anderes Bild wenigstens? Weiß ich gar nicht. Wo bist du? Wie alt bist du? Robert Anderson. Keine gute Idee. Nicht gut? Nope. Du ärgerst ihn damit. Ach so. Mister? Doktor? Doktor? Ja. Wie alt bist du? Sir? Wo bist du? Ich... Wo bist du? Wie alt bist du? Mein Herz, hier steht eine Schaufensterpuppe. In welchem Raum bist du, Fuji? Da, wo das Licht angeht? Nein. Da, wo das Licht an ist? Ja. Diese Tür vor mir ist gerade aufgegangen. Die war nur halb offen und jetzt ist sie fast ganz offen. 9 Grad, 8 Grad, ja. Check, haben wir es gefunden. Buchen. Oh. Nee. Also, wenn ich reingehe, ist... Oh, zwei Dinger. Nee, jetzt wieder nicht. Ist wieder weg, abgehauen. Hier ist jetzt 8 Grad, hier im Zwischenraum. Opa, hast du fotografiert? Ja, hab ich. Check. Noch eine Voodoo-Puppe auf dem anderen, in dem anderen Raum, auf diesem Schreibtisch. Check. Geh mal kurz alleine in den Raum rein, wo gerade die Temperatur da war, wo die Tür aufgegangen ist. Ich spreche mal so mit der. Oh Gott. Da ist ja aber auch mutig, der Zippel. Wo bist du? Oh, das erste gehört. Mal. Ja, haben wir gehört. Ja, hier. Okay. Gut, das haben wir schon mal. Und er ist ein Adult, hat er gesagt. Okay. Nur zwei Ausschläge. Eine Kamera aufstellen da. Ja, und das Buch, haben wir das dabei? Nein. Okay, dann hole ich das. Ich bin schon im Ausgang. Ja, ich bin auch gleich. Geisterboxen lasse ich gleich im LKW. Thermometer, brauchen wir das noch? Eventuell, ja. Aber nicht zwei, ne? Ja. Willst du deins behalten oder soll ich meins behalten? Müssen wir jetzt ausräuchern oder irgendwas? Ja, laut Tafel schon, glaube ich. Warte. Ja, dann schmeiße ich das jetzt raus und räuchere die ganze Hütte aus. Grad haben wir gefunden, ja. Kruzifix. Kruzifix. Aber hier steht, hindern Sie den Geist, Sie heimzusuchen mit einem Kruzifix. Das heißt, es ist kurz vorm Angriff. Okay. Wenn, dann muss Alexa angreifen. Ja, sie hat das Kruzifix in der Hand. Los, geh vor. Jetzt machst du noch Kniebeugen. Das sieht auch sehr gesund aus. Ich glaube, ich habe den Geist gefunden. Ich bin besessen.
Ja, so sieht's aus. Dabei und das Buch. Bin wieder kurz vor dem Raum. Okay. Wir kommen. Wie das aber übergeht, ne? Mit den Geräuschen. Ja. Boah, voll dumpf. Kamera und Buch stehen oder liegen? Hier? Nee. Ist hier noch ein zweites Stockwerk irgendwo? Ja, wenn, dann ist die Treppe. Ja, genau, da ist eine Treppe an der Tür. Im anderen Haus waren wir auch nicht oben, ne? Nö, ja, mussten wir auch nicht. Mussten wir auch nicht unbedingt, ja. Ich guck mal, ob ich auf der Kamera was sehe. Okay. Hallo? Wir könnten vielleicht nochmal die UV-Lampe benutzen. Ich hol mal sonst eine UV-Lampe. Ich komme auch zurück, ich will nicht alleine im Haus sein. EMF brauchen wir jetzt nicht mehr, ne? Weiß ich nicht. Ghost Orb sehe ich nicht. Oder sieht man die erst, wenn Aktivität ist? Jetzt ist leichte Aktivität gewesen. Ich trage schon mal die Sachen ins Buch ein, was wir haben, also sprich die Geisterbox. Endlich hat die mal funktioniert, ja. Erste Mal, oder? Glaube ich. Ja. Habt ihr jetzt Orbs gesehen eben? Nein. Gefriertemperatur war das auch nicht, ne? Ah, das Buch. Ah, die Tür geht gerade auf. Oder ging gerade auf. Das heißt, wir müssten theoretisch Fingerabdrücke an der Tür sehen oder in der Nähe zumindest. Okay. Haustür oder wo ist das? Wo ist denn das? Nee, da drinnen in dem, nee, in dem die, Raum. Die Tür, Raum. Genau, die Tür zum Raum, ja. Stopp, oh, da drin ist gerade Action. Noch nicht reingehen, noch nicht reingehen. Grad. Ich habe ein Kruzifix. Der kann mir gar nichts. Jetzt ist er wieder vorbei. Jetzt kann man rein. Okay. Das Buch liegt doof. Das hätte ich vielleicht ein bisschen näher an die Kamera legen sollen. Hätte man vielleicht von hier aus schon sehen können, dass was reingeschrieben wurde. Oh, alle Lichter aus. Kaputt? Ich gehe wieder. Wahrscheinlich, ja. ich gucke mal, wo der Sicherungskasten ist. Du bist gerade allein im Haus. Aktivität 0. Ja, ich bin hier, bin hinter dir. Soll ich noch Geisterfingerabdrücke irgendwie suchen? Wo war das hier? Mit der Tür? Guck mal, da ist gerade das Ding umgefallen. Ja. Leuchte mal da an die Tür. Aktivität 2. Hier ist was. Yeah, okay. Habt ihr was gefunden? Fingerabdruck? Ja, Fingerabdruck haben wir. Ja, Aktivität 0. Sicherungskasten ist die Treppe hoch, dann rechts und dann den nächsten Raum links. Treppe hoch? Da. An der Tür war noch ein Handabdruck, sagt Hoppelle. Okay, gucken wir gleich. So, was hoch? Die Treppe und dann rechts. Rechts. Das ist doch bestimmt rechts, eine Falle. Rechts. Nein. Anderes rechts.
Anderes rechts. Wenn du da drin bist, ist hinten an der Wand geradeaus links der Durchgang in den anderen Raum. Und der Sicherungskasten ist dann links an der Wand. 10. Okay. Aktivität 0. Sicherung an. Okay, okay. Let's go, let's go, let's go, let's go. Müssen jetzt den Handabdruck noch nehmen? Da unten, ich komme wieder rein. Habt ihr nach dem Buch schon geguckt? Wo? Nein. Haben wir in der Aufregung vergessen? Okay, kein Thema, passt. Oh. Sicherungskasten. Oh, Gott sei Dank. So, So, an die. Oh oh, die Tür ist auf. Die Tür geht zu vor mir. Okay, geht wieder auf. Okay, du bist das. Ah, alles klar. Wo ist? Wir brauchen jetzt noch den Handabdruck. Wo war der? Vorne? Ich hab die aber nicht alle zugemacht, die Tür. Okay. An der Tür selber, hat er gesagt. Ja, stimmt, hier. Guck mal, hier fett. Warte mal, ich muss nochmal die anderen Winkel jetzt. Ich sehe ihn nicht. Taschenlampe ausmachen. Jetzt? Ja. Geil. Jawohl, confirmed. Sehr gut. Ach, oh, guck mal, Hoppelle, richtig gut. Doch, hier. Investigator, ja? Geisterbuch auch. Can't run steht da drauf. Okay, okay. Ich komme, Foto machen. IMF 2. Hm, wie vorhin, okay. Dann haben wir doch alles, oder? Hm. Kruzifix in die Hand und let's go. Fix normal. Der Kruzifix musst du aber kurz vor der Jagd erst rausstellen, ne? Also in die Hand nehmen. Okay. Musst du mal lesen, was da genau steht. Wow, wir sind so gut. Fotos haben wir auch keine mehr übrig, also Kamera ist voll. Sehr gut. So. Journal, was haben wir jetzt? Geisterbox. So, was haben wir? Fingerabdrücke. Geisterbox haben wir. Fingerabdrücke und Geisterbuch. Geisterbuch. Spirit. Okay. Wer möchte sich von dem Geist jagen lassen? Nein. Die mit dem Kruzifix. Jetzt sieht man nicht mehr. Oh, da liegt ein Kruzifix auf dem Boden. Wo kommt das denn her? Ich weiß gar nicht, wo das herkommt. Also ich hätte schon Bock mal das zu probieren, wenn ich ehrlich bin. Soll ich dich hinter dir herräuchern? Tiger. Willst du versuchen, wir gucken zu oder was? Du bist schon einmal gestorben. Ich kann das nicht, ich krieg die Krise dann. Leg alles ab, genau. Leg alles ab, genau. Das geht das? Kann man das machen? Guck mir das hier an. Also in dem Raum hier, ne? Wie ist der Name? Wie ist der Name? Robert Anderson. Wie der von Matrix, glaube ich. Wie hieß denn der? Mr. Anderson. Ja. Ah, geht ihr jetzt beide da? Geht ihr beide jetzt rein? Ja, einer muss ja auf Zippel aufpassen hier. Aber er muss ja alleine in dem Raum. Robert Anderson, zeig dich. Wo bist du? Ich komme zurück. Wenn er allein sein muss. Wir können ja mal lesen beim Spirit. Wir wissen ja jetzt schon, was es ist. Stimmt. Also in dem Raum sind wir richtig hier, ne? Wo er jetzt reingeht. Robert Anderson, zeig dich, wo du bist. Ich will das sehen. Kann mal bitte jemand gucken, ob er hinter mir die Tür zugeht? Das wäre ganz hilfreich, weil hier ist mich alles dunkel gerade. Sechs. Wir sind draußen im LKW, aber ist voll dunkel bei dir. Ja, ich müsste schon wissen, ob die Tür zugeht, dass ich weiß, ob er anfängt zu jagen. Weil hier sind mich gerade die ganzen Lichter ausgegangen. Ja, yes. Okay. Dann auf ihn mit Gebrüll. Foto hast du keins mehr übrig, oder? Nö. Okay. Dann ohne Foto. Zu viele Voodoo-Puppen fotografiert.
Hoppelle, wenn du Ausrufezeichen Multi eingibst in Chat, dann kannst du auch den Multi-Stream gucken, ne? Also das geht auch. Ausrufezeichen Multi, dann kannst du uns alle drei sehen. Okay, also ich hätte jetzt ganz gerne Unterstützung. Einmal an der Tür, das haben wir. Und einmal Aktivität bitte beobachten, ob 10 da ist. Robert Anderson, zeig dich. Sonnensina schreibt, flackert seine Taschenlampe, ist es im Bereich der Stufe 10. Da braucht er die Tür nicht beobachten lassen. Ich habe einen Atem gehört, kam aus dem Raum heraus. Robert Anderson. Was passiert da? Robert Anderson. Zeig dich uns. Gott, 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 Gott. Mach's aber auch spannend. Anderson, zeig dich. Robert Anderson, zeig dich. Komm schon, zeig dich. Robert Anderson. Mr. Anderson. Robert Anderson in die Rezeption bitte. Robert Anderson bitte. Achtung, Achtung, das ist keine Übung. Mr. Anderson bitte an die Kasse. Na komm, mach mal Schluss. Das ist ja doof. Robert Anderson, zeig dich. Vicky, komm ran jetzt. Einmal. Aus. Da ist gerade was ausgegangen. Ja, 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 das war ich über Tastatur. Nachtsicht. Achso, alles klar. Ach, Mann. Ich habe übrigens, glaube ich, gerade einen Fehler gemacht. Ich habe die ganze Zeit das Kruzifix in der Hand gehalten. Vielleicht hat das deswegen nicht gezeigt. Willst du nochmal versuchen, ohne? Nö, danke. Okay. Ich habe 100% Sanity. Der geheilt. Weil du zu lang, schon so lange hier in dem Wagen bist. Habt ihr alles eingestellt? Ja. Spirit und so. Geisterbox, Trinkbrücke, Geisterbuch, Spirit. Ja. Ja, ja, ja. Heimgehen. Ich glaube, ich hätte das Kruzifix nicht in der Hand halten dürfen. Ja. Kann sein. Kann sein, ja. Aber Ziel 4, da wir lernen das noch. Welcome back. I've got some jobs ready. Yes. Ein Fuchs, geil. So, einkaufen. Danke, Taschenlampe. Level 3, Taschenlampe. Juhu. Oh ja, richtige Taschenlampe. Die ist einiges besser, ja. Starke Kauf. Ich will jetzt irgendwas ausräuchern das nächste Mal. Und wieder hinzufügen. Mhm. Hat er. Hat sie auch. Okay. Brauchen wir noch irgendwas? Noch einen zweiten Fotoapparat vielleicht, oder? Dass wir mehr Fotos haben für solche Sachen wie eben gerade, falls es sich gezeigt hätte. Kaufe ich. Gut. Okay, was soll ich noch kaufen? Bewegungssensor. 100. Nee, den habe ich nicht. Level 6. Achso, ja, müssen wir auch noch drauf achten, stimmt. Vielleicht Kerze? So ein Standbein für die Kamera wäre ich vielleicht dafür. Eine. Wo ist denn das Ding? Kopfkamera ist auch cool. Oh, dann hätte er mich darüber beobachten können, ja. Sanity-Pillen, die brauchen wir jetzt nicht. Wir sind sehr gefestigt. Level 8 ist Kopfkamera, ja. So, Stativ, sagst du. Ich kaufe mal ein Stativ. Okay. So. Ich hab mal ein Knicklicht gekauft. Das ist auch gut, die kann man schön reinwerfen, ne? Oder UV-Flächenlicht stand da. Auch gut.
Ist das einmal verwendbar? Jetzt ist aber der LKW voll hier. Wir klatschen das ganze Haus voll mit Utensilien und dann, dann geht's erst los. Und dran denken, dass wir das wieder hinzufügen. Ja, alles. Gibt's denn hier noch so? Parabolmikrofon. Oh. Muss ich erstmal jetzt ein Entspannungskörbchen werfen. Genau, gute Idee. Achso, muss ich den Job wählen? Ich muss den wohl wählen. Yep. So, Farmhaus. Wir nehmen jetzt die Brownstone High School. Um Gottes Willen. Für Anfänger. Und wir brauchen wir Pillen dafür. Stimmt, wir brauchen Pillen. Die kann man ja noch kaufen. Hey, getroffen. Okay, ich kaufe die Sanity-Pillen und dann machen wir das. Okay, wenn du möchtest. Das ist ein ziemlich großes Gebäude. Echt? Oder ist das noch keine gute Idee? Eine Schule halt. Ne? Ja, warte mal, was haben wir denn noch? Warte kurz. Ich Crafton Farmhouse, Tanglewood Street. Tanglewood, Edgefield Street House. Da brauchen wir ein Thermometer. Tanglewood Street. Keine empfohlenen Gegenstände. Das nehmen wir. Wir nehmen etwas, wo wir nicht wissen, was wir brauchen. Das ist geil, das nehmen wir. Tanglewood Street House, it is. So. Let's go. Okay. Da. Aber früher war ich schneller da als du. Da ist ja keine SSD. Keine SSD? Oh, ein Stativ? Ja. Dreckiges Wasser fotografieren, das ist gut. Und Foto vom Geist. Vom Geist. EMF-Reader. Okay, den nehme ich wieder, den Reader. Auf jeden Fall. EMF machen wir sowieso. Das hier oben sind die starken Taschenlampen? Oder? Nee. Hä? Das blaue hier? Was unten, ja. Mit dem roten Rand. Was ist denn das blaue hier oben? Oh ja, die ist einiges heller. Roter Rand? Laser dir die Augen. Ganz unten im Regal die. Ach, die da. Kurze. Ja, jetzt sehe ich's. So. Okay. Schlüssel? Hat jemand Schlüssel? Nö. Nee, soll ich das Buch mitnehmen, oder? Happen. Ja, wenn du Platz hast, klar. Ja, dann bin ich jetzt voll. Elizabeth Williams heißt der Geist. Ellie oder Lissy. Allein und auch Gruppen antwortet er. Aha. Mag dreckiges Wasser. Allein unter Gruppen. Okay. Okay. So. Da ist aber ein Scheinwerfer hier. Wow, ist das hell. Okay. So, geht mal mit dem... Richtig gut. Richtig gut mit den Taschenlampen. Ich habe hier noch einen Schlüssel eingesammelt. Sehr gut. Das war ich. In der Küche ist es kühler. Da waren es 10 Grad gerade. Okay, ich habe EMF an. Das Wasser ist nicht dreckig. Stimmt. Bestimmt im Badezimmer. Ist hier eine Spüle? Ja, hier ist eine Spüle, okay.
aber einen Schlüssel gefunden. Hier ist noch eine Tür. Einen grünen Schlüssel. Garage. Was sagen die Temperaturen hier? Entweder Küche oder Esszimmer, wo ist es kälter? In der Küche war es ein bisschen kälter. Oh. Aber, oh ja, 4 Grad hier gerade. Hier im Vorratsraum oder in der Waschkammer. Kam ich gerade her? Vielleicht. Okay. Hier ist die Garage. Ist wahrscheinlich Winter. Hier bei der Mikrowelle. Bei der Mikrowelle hier war es gerade kalt. Vielleicht läuft der hier rum. Lizzie! Kamera steht auf der Mikrowelle. Okay. Wie alt bist du? Wo bist du? Hab das Buch hier hingelegt in die Küche, ja? Okay, okay. Wie alt bist du? 0,7 war hier gerade. Oh, weiter beobachten. Vielleicht wegen Gefriertemperaturen. Gefriertemperaturen in der Garage. Bitte? Gefriertemperaturen in der Garage. Ich sehe meinen Atem. Oh. Wo ist der Garage? War das hier? Warte. In dem Raum, wo die Mikrowelle steht. Ja, rechts. Hier, bei der Küche, bei der Küche. Garage. Ich komme. Jo, hier liegt ein Hammer auf dem Boden, der lag gerade noch nicht da. Alles klar. Hier ist ein Waschbecken, aber noch kein Wasser. Minus 5, jawohl. Confirmed. Wie alt bist du? Boah, vor die Scheiben beschlagen. Ich hol die Kamera wieder. Ich habe auch die Kamera. Soll ich das Buch holen? Ich hol das die Buch. Videokamera. Ja, hol das Buch. Tja, wohin stellen wir die jetzt? Am besten hier drauf, oder? Auf ja. Die Werkbank und ja. Dann Richtung Auto gucken lassen. Ich habe gar keine, gar kein EMF. Es hat gerade gepiept. Echt? Es haben müssen. Hab ich nicht. Ich habe nichts gesehen, echt, ohne Witz. Hm, komisch. Kann sein, aber ich habe es gehört auf jeden Fall. Hm. Gehört habe ich auch piepen, ja. Okay. Ich laufe hier nochmal rum. Wie alt bist du? Wo bist du? Hier, hier sind zwei. In dem Raum hier vorne. Wer hat das Licht gerade angemacht? Ich habe nichts gemacht. Das heißt, hier sind immer noch zwei. Heißt, zwei hier. Deine UV-Lampe? Nee. Noch nicht, nein. Okay. Lizzie ist hier irgendwo. Wo ist das Buch? Ach, da vorne. Ich hab's hier hingelegt, ja. Ja. Okay, gehen wir mal zurück in den LKW und noch ein bisschen Zeug. Und die UV-Lampe. Keine Ahnung, was wir noch mal gucken, was wir noch so haben. Oh, hab oh, 4. Vier waren's. Ich kam eben auch nicht raus. Irgendwie war ganz komisch. Seid ihr draußen schon? Oh Gott. Oh, ihr wart beide weg und dann plötzlich ist er auf 4 ausgeschlagen. Ich glaube, sie mag lieber alleine mit jemandem sein. Ich nehme noch eine Fotokamera mit. Du hast die Kamera nicht angemacht, kann das sein? Doch, habe ich. Nicht umschalten. Hier ist es ein Knicklicht, ne? Ja, das ist ein Knicklicht. Ich nehme das Kruzifix mit. Oder? Nee. Okay, dann scheint es hier nicht an zu sein, aber ich habe extra darauf geachtet. Ich meine, das Licht war grün. Okay, dann müssen wir nochmal rein. Gefriertemperaturen können wir schon mal aufschreiben. Jo. Und? Die gesprochen hat sie nicht. Nein, nicht gesprochen.
Okay. Hier, die Blaulichtlampe brauchen wir noch? Oder hast du, ihr habt die jetzt... Kann das Knicklicht da mal reinschreiben? Hat jemand die blaue Lampe? Die liegt hier rechts neben dran, die kleine, oder was? Ich meine die UV-Lampe, ja. Ja, das ist die kleine neben den dreien. Okay. Okay, dann gehen wir zurück, gucken mal, ob was im Buch drin steht. Ah, warte mal. Ah ja, genau, die Kamera müssen wir jetzt noch anmachen, genau. Die war ja schon an, meine ich zumindest. Mein Zuschauer, der Underfreezer, sagt, wir sollen mal in die Schränke reingucken, ob da irgendwelche Sachen eventuell drin liegen. Oh, oh Gott. Ah, was ist das so dunkel jetzt? Hilfe. Buch ist was beschrieben oder kleingeschrieben. Und die Kamera ist an, die ist grün. Oh, was ist das? Das sind irgendwelche... Symbole. Fingerabdrücke an den Türen, Lichtschalter, wie auch immer. Mhm. Okay, also zwei Beweise haben wir schon mal. Gefunden? Nein, noch nicht. Hallöchen, da Ben. Hi. Für zwei Beweise haben wir denn? Na, hier. Temperaturen und Geisterbuch. Geisterbuch, genau. Buch, achso, ja. Warte mal, ich nehme nochmal das EMF in die Hand hier. Hier wird's gerade kalt, oder? Nochmal? Nö, natürlich nicht. Nein. Achtung, zwei Auslege. Es könnte sein, dass es gleich mehr wird. Oder auch nicht. Hier sind wir ja zwei. Diese Puppe stand eben auch andersrum, glaube ich. Hm. Also hier der Zwischenraum ist irgendwie. Das Haus hat kein Obergeschoss. Ich gehe mal in den Keller, gucken, ob da noch irgendwelche Beweise liegen, Knochen oder ähnliches. Mag jemand mitkommen? Auf jeden Fall. Warte, warte. Ah, unser Tutorial-Raum. Man das aufmachen? Ich sehe nichts hier. Nur Gummistiefel. Und die Sicherung ist hier unten. Ja, Sicherungskasten ist hier unten. Lizzie ist nicht so böse scheinbar. Elisabeth. Ja, ich gehe nochmal hier gucken wegen des Ausschlags. Ah, die Tür, die Hupe, das Auto. Tschüss. Das Auto, die Alarmanlage. Hupe, meine ich. Ja, Hupe geht. Was ist mit dem Licht? Hallo? Ah. Zwei. Ich hab's ausgemacht. Oh nein, ich hab sie gesehen. Wo?
Ich sehe kurzer Schatten. Mist, ich hab die Kamera gehört. Hier, auf 4, auf 4, auf 4. Okay. 4, hier, genau hier. Und sie hat sie hat mich angeatmet oder sowas. Hilfe. Schon wieder, schon wieder. Sie ist hier. Sie antwortet aber nicht. Elisabeth. Wie alt bist du? Oh, diese. Bist du? Hinter dir, hinter dir, hinter dir. Foto, Foto. Foto, Foto habe ich. Ach, Kruzifix. Ich habe kein Kruzifix. Ich hab's auch. Kein Kruzifix. Ich habe ein Foto gemacht übers Auto. Ich bin raus. Ich will auch raus. Tschüss. Tschüss. Was? Foto habe ich. Foto ab. Lass gehen, schon. Oh, Mutti, Mutti, Mutti. So. Contenance. Sehr professionell, Leute. Sehr professionell. Sehr gut. Sehr, sehr professionell. 45% Gehirn habe ich noch. Sanity ist echt bei euch nicht so gut, okay. Ne? Puh. Einiges Wasser im Waschbecken haben wir nicht. Noch nicht, ja. Haben wir jetzt noch einen Beweis? Buch, gell? Ist die Kamera weg? Ja. Okay, unsere Fotos haben beide gezählt. Ich habe sie leider nur übers Dach erwischt. Und du hast sie komplett gesehen. Oh, die sah echt scheiße aus, ehrlich. Die sah wirklich echt nicht gut aus, so. Ist ja mal. Dämon? Geisterbuch? Oder Jura? Dämon oder Jurai? Was brauchen wir für die beiden? Ich lese mal beim Dämon nach. Hä, wo sind denn die Fotos? Wieso finde ich die Fotos jetzt nicht? Geisterbox wäre beim Dämon, das haben wir aber noch nicht gehabt aktuell. Geisterorbs wären noch bei Jurai. Okay, dann gucken wir die mal an. Die Kamera war ja die ganze Zeit aus. Immer noch. Immer noch? Die war an. Okay, dann müssen wir sie nochmal aus und wieder anmachen wahrscheinlich. Leute, kann man kein Foto auswählen als Beweis? Also haben wir nur zwei. Nicht aussagekräftig. Ich geh nochmal rein, und mache die Kamera nochmal wieder an. Ja, wir haben nur zwei. Okay. Okay. Weißt du, in heutigen Zeit kann ja Photoshop alles. Stimmt auch wieder. Mach mal Kamera an. Mit B reden, ich geh gerade rein, mach die Kamera aus und nochmal an. Nimm das Kruzifix mit. Roger, Roger. Nee. Ach, warte, wer braucht schon ein Kruzifix? Wo ist das überhaupt? Ah, hier. Probiert jetzt mal bitte. Hallo, Casper. Warte, ich laufe wieder zurück. Moment. Ach so, du bist auch raus. Ich wollte gerade mit dem Kruzifix in eure Richtung. Warte, 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 warte. Ja, läuft. Ich sehe das Auto. Ich glaube, ich habe gerade einen Orb gesehen. Und da hinten bewegt sich was im Regal. Und da ist wieder ein Orb. Okay. Ein Orb und noch ein Orb. Da hinten im Regal hat sich was bewegt. Also bestätigt, ja? Ja, definitiv Orb. Orbs. Okay. Jo, Geister aufs confirmed. Ja, ich sehe es auch. Jurai, ja? Es ist Jurai. Ja, besser geht ja nicht. Von euch zwei Hübschen habe ich auch ein Foto. Stell dich mal neben Lexan, bitte. Nimm mal den rechten Arm ein bisschen auf die Seite, du verdeckst ihr Gesicht. Okay, check. Okay, dann können wir nach Hause. Boah, krass, ey. Ja. Alles eingestellt? Jurai, Jurai. Jurai, jai.
Gut. Okay. Huh, huh, huh. $50 will ich. Ein Fuffi. Mal gucken. 55. $55. Yeah, Level 4.